Servus und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Thunwelt. Wie man sehen kann, ist unsere Werkstatt ein absoluter Rumpelhaufen. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache hier mal so, das sind so alte, von unserer Küche sind es, das ist die Arbeitsplatte, die Reste. Da wollte ich jetzt mal eine Werkbank draus bauen, habe ich aus dem Dachstuhl hier so Balken geholt. Nein, ich habe nicht die Balken vom Dachstuhl rausgeschnitten, sondern die lagen auf dem Dachstuhl. Die werde ich hier als Beine benutzen. Die werde ich einmal in der Mitte durchschneiden und dann als vier Beine benutzen. Die hier als Querstreben, dass es stabiler ist. Und hier kann man sehen, dass das zwei Bretter sind und ich da irgendwas dazwischen machen muss, dass das hält. Da habe ich jetzt gedacht, ich mache da erstmal so Holzdübel rein, dass es da irgendwie hält. Ich habe keine Ahnung, ob es dann irgendwie hält oder ob es dann gleich beim ersten Mal aufstehen schon wieder auseinanderfällt. Wo ich dann Löcher rein, Leim rein und zusammenstecken. Ja, und ihr seht vielleicht, hier ist ein klein wenig Überstand. Hier, ein bisschen, nur ganz gering. Also ich bin jetzt mal zu faul, um das abzuschneiden, deswegen ist der Tisch jetzt nicht, die Werkbank nicht ganz so in der Form, wie sie eigentlich sein soll, aber das ist doch, geht ja nicht um Zentimeter, sondern um Meter. Raum ist ja groß genug für so ein bisschen Tisch. Ich hätte gedacht, der kommt jetzt dann da hinten noch rein. Ich muss dann nachher noch diese ganzen Kisten und Krimskrams da wegräumen, umschieben. Ja, dann würde ich sagen, geht's in Zeitraffer. Let's go!
soweit schon mal fertig. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier Holzdübel rein, zugeleimt, nochmal Bretter drauf festgeschraubt, das besser hält. Falls ihr in dem Video gesehen habt, wieso ich hier so Fläschchen drauf getan habe, das ist nur ganz normale Farbe, weil ich habe ja das so zusammengesteckt und es muss ja auf einen Zentimeter so, also es muss schon auf einen Zentimeter genau sein, dass die Dübel dann auch in die Löcher reingehen. Deswegen habe ich hier vorne immer so einen Tupfer Farbe drauf und ist dann an diese andere, wo ich noch keine Löcher reingebohrt habe, das dran geschoben, dass ich weiß, wo ich dann bohren muss. Das erstmal dazu, falls ihr euch gefragt habt, wieso ich da Farbe drauf geschmiert habe. So, und dann werde ich jetzt hier die vier Füße dran bauen und die Zwischenleisten querstreben, dass halt noch stabiler ist, hält. Also wieder ab in den Zeitraffer. Ich habe jetzt einmal hier die zwei Tischbeine schon mal geraspelt und abgeschnitten, was auf der Größe passt. Die sind jetzt hier so eigentlich ziemlich perfekt, es sind zwar noch ein paar Millimeter, die nicht passen, aber es macht da nicht viel aus bei dem Tisch. Dann haben wir jetzt noch die anderen zwei, die ich machen muss. Die mache ich jetzt gleich noch auch offscreen, sonst wird es glaube ich ziemlich langweilig, das Video. Dann sehen wir uns im Zeitraffer wieder, wenn ich die Tischbeine dran baue. Also, bevor ich jetzt hier die Querstreben hier festschraube, werde ich jetzt einmal den Tisch schnell umdrehen und schauen, wie das mit den Stützen hält. Und ich wollte hier eigentlich noch Bretter reinmachen als Regal. Das habe ich aber irgendwie versemmelt, weil ich dafür dann hier eine Stütze hinbräuchte, das aber jetzt nicht geht, weil die Querstrebe hier ist und das Brett, das die zwei Platten zusammenhält. Hier drüben würde es zwar gehen, aber das ist irgendwie nicht so praktisch. Vielleicht geht es irgendwie anders, muss ich noch schauen. Deswegen wollte ich es jetzt umdrehen und schauen, wie das dann passt. Dann werdet jetzt ihr einmal sehen, wie ich den Tisch umdrehe und dann geht es wieder in Zeitraffer. Fertig. Also, wir müssen jetzt unten nur das Regal einbauen. Da habe ich gerade gedacht, wir haben keine Bretter mehr, aber wir haben da hinten noch so Kisten. Die Kisten da haben wir noch. Die baue ich dann auseinander. Nehme ich dann die Seitenwände dafür her und baue die da rein. Muss die dann wieder so zusammendoktern wieder. Wie hier unten. Da mit den Schrauben und Dübeln geht da nicht, weil das ist nur Sperrholz. Dann irgendwie zusammenschrauben, dass nicht gleich auseinanderfällt. Ja, und dann muss ich da noch aufrahmen, das auseinanderbauen, das werde ich einmal schnell offscreen machen. Und dann werde ich jetzt sagen, wie ich das wieder zusammenbaue, die Holzwind. Also, sehen wir uns wieder, wenn ich die Kisten auseinandergebaut habe, da ein bisschen aufgeräumt habe und
dann baue ich da die Holzwand. Das Regal ein, nicht Holzwind, sondern ein Regal. Wind beim Tisch braucht man nicht. Also wieder ab in Zeitraffer. Ich zeige euch jetzt doch nochmal, wie ich die Holzkiste auseinander baue. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen angefangen, die aneinander zu klopfen. Da habe ich erst gedacht, dass das geschraubt ist. Der Weißende ist das genagelt mit so Druckluftpistolen, sind die reingehauen. Jetzt habe ich da einen großen Hammer zu einem Schraubenzieher. Und das dann rausgehauen. Unten habe ich schon auf der einen Seite. Einen Fuß habe ich auch schon weg. Und von denen Füßen habe ich da unten weg. Da. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn ich das mit den Schraubenzieher mache, die Schraubenzieher müssen immer oben nur Metall haben. Die müssen durchgehend metallic sein. Sonst machst du Metall. Halt mal bei den Schraubenzieher das Metall in den Ding, in den Griff ein und dann springt er. Also mit denen darf man nicht hinten drauf fahren, sonst geht er kaputt. Und jetzt werde ich mal sagen, wie ich das auseinander haue. Ich habe jetzt hier die Kiste fertig auseinandergeklappt. Hier unten sind die zwei Bretter. Die werde ich jetzt hier einbauen. Ich habe schon markiert, was ich wegschneiden muss. Jetzt geht's wieder in Zeitraffer. Nach 2 Wochen bin ich dann auch mal fertig. Also es waren jetzt wirklich 2 Wochen, die vergangen sind in der Zeit. Für euch sind es wahrscheinlich nur 10 Minuten, die vergangen sind. Auf jeden Fall habe ich, wie ihr im Zeitraum gesehen habt, gerade das Regal noch eingebaut. Tischplatte ist auch fertig. Und dafür sieht jetzt hier auch alles aus, als hätte hier ein Wirbelsturm gewütet. Da liegt alles rum. Hier liegt rum. Säge. Der Boden ist sterbensverdreckt. Ich werde jetzt hier noch aufräumen, wo ich zwar überhaupt keine Lust drauf habe, aber ja, was muss. Hier wird dann der Tisch hinkommen und dann werde ich euch nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn der Tisch hier steht. Weil ich glaube, wie ich hier jetzt aufräume, müsst ihr nicht unbedingt sehen.